Vielfach höre ich leider immer noch den Satz, Sie müssen mit Ihrem Kind erst wiederkommen, wenn es Probleme gibt. Dieser Aussage möchte ich vehement widersprechen. Die Aussage kann man einfach so nicht stehen lassen und ist falsch. Darüber sind sich im Übrigen alle Experten zu 100% einig. Es hat eine standardisierte, strukturierte Nachsorge nach erfolgter Korrekturoperation einer Ösophagusatresie zu erfolgen, und zwar lebenslang. Nicht nur in der ersten Zeit nach der Operation, sprich im Kindesalter, sondern insbesondere auch im Erwachsenenalter ist eine standardisierte Nachsorge essentiell. Der Grund hierfür ist, dass nicht immer erst subjektiv wahrgenommene Beschwerden, Probleme, Symptome vorherrschen müssen, bevor tatsächlich ein Problem vorliegt. Manche Probleme herrschen vor und man nimmt sie erst viel später wahr. Der Sinn und Zweck dieser standardisierten Nachsorge ist, diese Probleme möglichst frühzeitig zu begegnen und anständig zu therapieren.